denke, da ist was, was da nicht hingehört. Genau, das war an ihrer Warte. In dem Moment denkt man, das kann doch nicht sein. Krebs, egal in welcher Form, ist für sich genommen natürlich eine schreckliche Diagnose. Auf der anderen Seite ist es wichtig, aus meiner Sicht, sich damit proaktiv auseinanderzusetzen, sich nicht in ein Schneckenhaus zu begeben. Was natürlich, was halt im Gemeinfall immer mehr Hinweise gab, dass es ein wirklich begrenzter Tumor ist. Und man muss ganz klar sagen, jeder Verlauf, jeder, ist einfach anders. Und insofern ist es auch für mich immer wieder ein besonderer Tag, wenn ich jetzt in der Phase der Heilbewährung zur Nachsorge gehe, da habe ich dann praktisch 3 Tage vorher schon keinen Appetit mehr und bin dann eigentlich nur noch in Gedanken bei dieser Untersuchung. Und das ist ein beherrschendes Thema, das geht nämlich einher mit sehr viel Gedanken. Und das ist, wie gesagt, jedes Mal ein besonderer Tag. Und dann, wenn sie rauskommen, so gegen 14 Uhr, und mit den ganzen Untersuchungen durch sind und von dem Herrn Professor ein sozusagen, wie ich es immer sage, TÜV für ein weiteres halbes Jahr bekommen haben, dann gehen sie frohen Mutes und freuen sich des Lebens. Wenn sie nach 5 Jahren noch immer da sind, dann ist das nicht nur wunderschön, nein. Das ist natürlich das Tollste überhaupt. Aber gleichzeitig bleiben viele Dinge. Sie kriegen aus ihrem Kopf gar nicht raus, dass da irgendwas als Erkrankung gewesen ist. Und insofern ist das auch eine tägliche Aufgabe, das zu überwinden. In Bremen-Ost habe ich in meiner ganzen Zeit einfach sehr viel Engagement erlebt von Ärzten, von Krankenschwestern, von Kindern. Und wir haben in Bremen, so habe ich es kennengelernt und auch sehr schätzen gelernt, Gott sei Dank eine hohe Kompetenz